Ich drehe mich wirklich hier im Rad. Ich drehe mich hier im Rad. Und guck mal, es ist einfach ein anderer Ansatz. Am Black Friday findet der Private Sale von ADR statt, wo ihr nur mit dem dazugehörigen Passwort draufkommt. Also, falls ihr nochmal vorbeihuschen wollt, dann checkt gerne die ADR Instagram-Seite ab, weil hier wird das Ganze natürlich veröffentlicht. Immer hier die Benachrichtigung aktivieren. Das heißt, falls mal das Passwort über die Story geleakt wird, dann seid ihr direkt am Start, weil nach 2-3 Minuten wird das Ganze dann auch schon wieder gelöscht. So, nicht anders. Und dann erhaltet ihr exklusiven Zugang auf exklusive Pieces mit exklusiven Rabattierungen. Wichtig und richtig für den exklusiven Private Sale Drop, dass ihr da am Start seid. Marketing-Pad hier mal wieder durchgespielt, oder? Also Marketing-Pad hat Marketing durchgespielt. So und nicht anders, Freunde. Aha. Und Augen aufhalten hier, ne? Fürs Passwort, meine Freunde. Nicht, dass es dann heißt, ja, ich hätte gerne, aber hat gerade ein Passwort. Wie jetzt? Ihr wisst ja, nicht nur Peso eine Black Friday-Kollektion rausbringt, sondern auch einige andere Brands. Und schreibt mir jetzt in den Chat, wen wir uns anschauen wollen. Also ich sehe Victor Brown Studios, Lowlights, 6PM, Systemic lese ich. Die drei können wir auf jeden Fall uns anschauen. AMA Studios bringt auch was? Auf Ernst? AMA Studios bringt was? Nein, oder? Yo, die bringen was, ne? Da reibe ich mir doch die Hände, Freunde. Haben wir wieder was? Eieiei, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hole hier schon mal Colonia raus, um mir meine Hände sauber zu machen. Das könnte wild werden. Das hatte ich gar nicht auf dem Spiel. Auf dem Schirm. Ja, auf dem Spiel wahrscheinlich. Naja, ich würde vorschlagen, wir fangen mit VBS an. Victor Brown Studios. Wir schauen mal rein. Also, Puffer Jacket. Die habe ich tatsächlich bei Victor schon gesehen. Finde ich auch nice. Fit finde ich stabil. Ist jetzt nicht so hundertprozentig meins. Also, so wie ich es gemacht hätte. Aber kann ich appreciaten. Mir gefallen die Ärmel sehr gut. Mir ist die ein bisschen zu lang geschnitten. Hat halt ein bisschen was von, ja, vom Stoff her, wie jetzt die Yeezy Gap Jacke. Gibt mir, ja, nicht diese Vibes, aber ihr wisst, dieses Müllsackartige. Aber was mir sehr gut gefällt, ist die Farbe. Die Farbe ist so für mich so ausschlaggebend. Und dass die auch sehr, sehr puffy ist. Das haben wir ja mit der ADR Puffer Jacke auch so gemacht. Dass die wirklich sehr, sehr was hermacht. Das gefällt mir gut. Dann gibt es anscheinend einen Hoodie in lila und in schwarz. Okay, mit einem neuen VBS-Schriftzug. Das V erinnert mich eher an einen Y, statt an einen, aber wahrscheinlich nur jetzt hier aus der Perspektive. Hoodies ziemlich laut, zumindest von den Farben her. Puffer Jacket auf jeden Fall für mich stärker auch als die Hoodies. Den Hoodie gibt es anscheinend sogar in weiß. Aha. Und noch ein T-Shirt. Okay. Okay, T-Shirt bin ich kein Fan von. Also, keep it real, Freunde. Keep it real. Also, ich habe ja gerade auch bei Peso gesagt, dass mir das mit der Schlange so vom Motiv her einfach nicht gefällt. Ist, ja, verspielt. Okay, I get it. Aber taugt mir persönlich jetzt nicht so gut. Und das geht in eine ähnliche Richtung. Klar, die Art und Weise, wie das gezeichnet ist, ist anders. Ist für mich einfach nichts. Ich wäre da persönlich raus. Da muss ich ganz klar sagen, dass ich den Hoodie mit dem VBS Logo stärker finde, aber für mich das stärkste Produkt bis jetzt die Jacke. Kommt sogar noch in anderen Farben raus. Ich finde das Grüne tatsächlich nochmal nicer als das Schwarze, weil erstens gefällt mir das Grün sehr gut und ist es nicht so ganz plakativ wie hier. Wie man sieht, ist hier das Logo ein bisschen kleiner gehalten worden. Und das Weiße gefällt mir tatsächlich sogar noch am besten. Aber ich glaube, wir können einloggen, dass die Puffer am wildesten ist. Hier sieht die Puffer sehr, sehr krass aus. Hier kommt die sehr gut zur Geltung. Mir gefallen die Ärmel. Die Ärmel sind super wild. Die Ärmel sieht wirklich so danach aus, als hättet ihr so einen Raketenwerfer am Start. Wisst ihr, wie ich meine? Und ihr könnt damit Leute so abbombardieren. Piu, piu, piu. Das ist super wild. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt auch irgendeine Figur, die hat so einen Raketenwerfer am Start. So, der hat keine Hand, Loki, der hat einfach einen Raketenwerfer. Das gibt mir diese Vibes. Einfach Turtok am Start. Das ist der Vibe, den ich im Kopf hatte. Sehr, sehr nice. Hätte einfach Turtok Puffer Jacket stehen müssen. Okay, was gibt's noch? Lowlight Studios schauen wir uns gerne auch an. Ich glaube, ich brauche nichts zu den Bildern sagen. Die sind sehr krass geworden. Ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, dass das sogar kein Greenscreen ist, sondern die waren tatsächlich an diesem Ort und haben geshootet. Super wild. Ja, gut, so den Hoodie, den kennen wir halt schon. Der Colorway ist neu, aber ich glaube, das ist ja auch so dieses Signature-Piece von Lowlights. Deswegen macht es auch Sinn, das nochmal am Black Friday rauszubringen. Ich persönlich bin auf die anderen Pieces gespannt, die dann noch zusätzlich rauskommen. Ihr wisst, blau, Napma Color. Dann haben wir noch ein T-Shirt mit demselben
Schriftzug drauf. Der Zipper. Gab es schon mal Zipper von Lowlights Studios so in dem Motiv? Weiß ich gerade gar nicht. Und auch eine Puffer. Okay. Okay, hier sehen wir nochmal alle Produkte. Wir haben 3 T-Shirts, wir haben 2 Hoodies und 2 Zip-Hoodies. Ich glaube, da wurde eher der Fokus drauf gesetzt, auf dieses Signature-Piece, dass jeder, der irgendwie Bock darauf nochmal hat, da ja, auf seine Kosten kommt. Ich für meinen Teil hätte da ja ganz gerne nochmal was anderes gesehen, aber macht ja auch Sinn für die Leute, die vielleicht nur da noch, ja, noch keins haben. Für mich fehlt so ein bisschen der Überraschungseffekt. Vielleicht bei der Puffer. Weil die Puffer sehen wir jetzt hier nochmal ganz gut. Aber hier ist die Puffer braun. Gibt es die in mehreren Colorways? Ich bin gerade verwirrt. Ist das die Jacke, die hier einfach braun rüberkommt? Oder ist das ein anderer Colorway? Weil hier sieht die Jacke schwarz aus. Hey, jetzt gibt es auch noch eine Hose? Ah! Ah, Bob Pat is lost. Sorry. Die Jacke kommt in schwarz raus und es kommt noch die in braun raus plus eine Hose. Die Hose sieht sehr wild aus. Die Hose sieht super wild aus. Favorite Piece der gesamten Kollektion. Favorite Piece der gesamten Kollektion. Ah, die Hose ist ja gar nicht aufgefallen. Die Hose gefällt mir. Die Hose gefällt mir. Darauf hab ich gewartet. Ey, jetzt wirklich no lutschen bei Victor. Seine Puffer gefällt mir besser als die hier. Seine Puffer hat mich mehr überzeugt. Die sieht einfach noch bulliger aus. Noch massiver. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Kapuze abnehmen kann. Ich bin, ja, dann eher weniger ein Fan von Kapuzen, Jacken. Wenn man es abmachen kann, ist natürlich ein wildes Element. Aber an und für sich, bestes Piece von der Kollektion. Safe. Die Hose. So, dann Systemic auch noch am Start. Auch mit einer gesamten Kollektion oder mit einzelnen Pieces, weiß ich gerade gar nicht. Okay. Wait a second. Ich gerade lost. Wollte gerade sagen, das Setup kam mir doch bekannt vor. Die haben zusammengeshootet, VBS und Systemic. Ah, okay, okay, geil. Das ist ja eine Gang. Okay, machen wir aber bei den Pieces weiter. Argo Pants haben wir schon das ein oder andere Mal gesehen. Aber ich sehe den Zip Fleece Hoodie. Dann gibt es noch Hoodies. Wieder die Pants in weiß. Ich bleib dabei. Weiß als Farbe taugt mir sehr. Und auch die Cargo Pants in weiß finde ich sehr nice. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die von Lowlights tatsächlich ein Ticken mehr fühle. Aber mein Favorite Produkt der Kollektion ist der Fleece. Kommt da noch was? Ja, tatsächlich kommt da noch was. Okay, Hoodie gibt es auch in braun. Sehr viele Colorways. Das sind aber Sachen, die kennen wir schon. Deswegen bin ich da jetzt nicht so überrascht. Ähnliche Vibes wie gerade bei Lowlights. Aber den Fleece, muss ich sagen, ja, kennen wir auch schon. Aber ich weiß, dass wir uns die angeguckt haben. Und genau da habe ich das gesagt, dass ich diesen Fleece gerne in einer anderen Farbe gesehen habe. Und ich muss sagen, der Colorway ist crazy. Der Colorway ist crazy. No front an die Jungs. Würde ich den ADR-Fleece nicht kennen, würde ich sagen, das ist einer der nicesten Fleece, die ich jemals gesehen habe. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von Fleece. Mich da zu überzeugen, ist schwierig. Aber der sieht crazy aus. Farben, sehr nice, miteinander abgestimmt. Fit sieht crazy aus. Meiner Meinung nach viel besser als die bunten. Wirklich sehr, sehr nice. Und den Gürtel. Ah, den Gürtel. Ja, der Gürtel. Gürtel, ja, bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von. Aber ist halt ein Gürtel so. Ich trage schwarze, schlichte Gürtel. Das ist halt ein gelber mit, ich glaube, das ist deren Logo mit dem Stern. Finde ich, passt sehr gut zum Konzept. Wäre aber allerdings nichts, was ich mir irgendwie holen würde. Aber der Fleece ist sick. Fleece ist sick. Mir gefällt auch das Styling. Das Styling sieht sehr wild aus. Das Styling ist on point. Ich hätte zwar andere Schuhe genommen, aber mit den Handschuhen, mit der Mütze, dem Hemd darunter, was sich dann auch wieder in der Kulisse widerspiegelt. Wen gibt es noch? Vested habe ich gelesen. Vested, weil sehr, sehr viele Leute bringen was am Black Friday raus. Mit einem Zip-Hoodie kennen wir vom Vested, genauso wie die Hosen. Selbe Meinung wie gerade. Ja, da fehlt mir so ein bisschen die Abwechslung. Das hier würde ich selbe sagen wie gerade bei VBS und auch bei Peso. Zu verspielt. Aber auch hier ist der Fleece stark. Müsste auch eine Zip-Hoodie sein. Sehr starkes Piece auch. Sehr, sehr, sehr stark. Welcher ist besser, Vested oder Sys? Boah, Freunde, hier im direkten Vergleich jetzt. Zügt ihr mich in den direkten Vergleich? Ich finde beide wirklich stark. Boah, Freunde, ich sag ehrlich, ich gehe mit dem Systemic Fleece.
Den fand ich schon sehr, sehr stark. Nochmal, wie ich den ADR-Fleece nicht kenne, dann wäre das einer der sickesten Fleeces, die ich jemals gesehen habe. Oh Gott. So, machen wir weiter. Trend Vision. Trend Vision haut auch was raus, okay. Puffer Jackets. Wir sehen sehr, sehr viele arbeiten derzeit mit Puffer Jacket. Ich glaube, jede Brand, die wir gerade gesehen haben, außer Systemic, Peso, VBS, Lowlight Studios, AWR, hat alle Puffer Jackets rausgebracht. Wer hat die beste rausgehauen? Jetzt mal ohne Spaß beiseite. Aber wir schauen uns erstmal die von Trend Vision an. Ja, so diese Schal-Vibes. Minimale Rick-Vibes kommen wieder hoch. Aber ja, eine bisschen andere Umsetzung. Hier noch, glaube ich, mit dem Logo dran. Hätte ich persönlich tatsächlich weggelassen. Auch die sieht sehr puffy aus, was mir gefällt. Auch cooles Shooting, coole Location. Ich hätte einfach nur das Logo weggelassen. Da hätte es mir nochmal besser gefallen. Aber auch hier diese Kapuze. Man muss halt ein Fan von einer Kapuze sein bei einer Jacke. Ich weiß, oder man kann sie halt abmachen. Das wäre natürlich immer 2-in-1-Move, den ich dann halt wieder filmen würde. Mir gefällt auch hier, dass man eine andere Colorway gewählt wurde, als auch irgendwie die schwarze. Yes, Surfski. Ich glaube, die bringen aber nur ein Piece, wa? Waren die auf dem Mond oder ist das ein Screen? Nee, Bro. Ich glaube, die sind zum Mond geflogen, haben kurz einmal bei der NASA angerufen, ob das klar geht. Und da haben die da kurzerhand ein Shooting abgehalten. Kommen wir zu AMA Studios. Das ist die Brand, ich muss einmal kurz nachgucken, von Trimax und Amar Studios. Okay, da haben wir in der Vergangenheit immer sehr, sehr wilde Sachen gesehen. Sehr, 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 sehr wild. Und anscheinend gibt es auch eine Black Friday Kollektion. Die heißt Genesis. Spreche ich das richtig aus? Genesis Kollektion. Und ich sehe einen schwarzen Hoodie. Ich sehe nochmal einen schwarzen Hoodie. Ich sehe einen schwarzen Hoodie mit Branding an der Kapuze. Ich sehe ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose. What the f***? Jetzt schwarze kurze Hosen jetzt? Okay. Okay, ist das so auf, das gab schon mal im Sommer angelehnt und deswegen bringen wir die nochmal raus? Oder ist das jetzt ein neuer Release? Nach dem Sommer ist vor dem Sommer, Pat. Fact. Also ihr wisst, ich bin auch Fan davon, Sachen unabhängig von den Jahreszeiten zu kaufen, aber kommen halt für mich ein bisschen überraschend. Also ich habe ein schwarzes T-Shirt gesehen, ein schwarzes Hoodie und eine schwarze kurze Hose. Gibt mir so ein bisschen den Vibe, boah, wir haben voll Kritik für unsere Designs bekommen. Wir machen jetzt erstmal low-key, so dezent wie nur irgendwie möglich. Oder ist das jetzt der Move? Wir machen Basic-Klamotten, also eine Basic-Kollektion, wie wir schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Alles in allem muss ich ganz klar sagen, dass mir das besser gefällt als die Sachen, die wir vorab gesehen haben. Weil da waren wirklich sehr, sehr schwierige Sachen dabei. Also wir erinnern uns alle an diesen Kollegen hier zum Beispiel. Das war alles sehr, sehr schwierig. Das hatte wenig von Modekollektion irgendwie am Hut. Und dann hatten ja hier den Sommerdrop. Ah, stimmt, da kamen auch die kurzen Hosen her. Okay, I got it. Da wurden wir jetzt sogar tatsächlich überrascht mit einem Kurzarmhemd, was bislang das beste Produkt war von AMA und tatsächlich auch bleibt. Das wirkt alles ein bisschen, weiß ich nicht, so, ja, wir drücken jetzt erstmal so ein bisschen auf die Bremse. Was soll ich, ey, was erwarte ich denn von den Jungs? Ich glaube, für deren Bubble ist das sogar der richtige Move, ne? Das ist der richtige Move. Das gefällt mir besser als das vorab. Ehrlich, ehrlich. Zum Beispiel sowas, dann gehe ich zum Beispiel eher mit dem schwarzen Hoodie. Oh Gott. Der hat ein Backstitching. Echt? Nie im Leben hat der Hoodie ein großes X als Backstitching. Nie im Leben. Lass das sein, wir befassen uns mit anderen Sachen, Freunde. Elevate bringt auch was raus. Eieiei, also mittlerweile bin ich auch wirklich froh über die Entscheidung, dass wir mit ADR nichts rausbringen, außer dem Private Sale. Ja, weil das wäre tatsächlich einer zu viel gewesen. Wie viele Hoodies mit Elevate drauf wollen wir rausbringen? Elevate Berlin? Ja. Oh Mann, Bro. Okay, gut. Das ist nicht das Gelbe von Ei, Freunde. Das ist nicht das Gelbe von Ei. No Face schreiben viele. No Face Studio. Okay, hier scheint wohl irgendwas Wintermäßiges am Start zu sein. Kann man hier auf den Bildern allerdings nicht erkennen. Dann haben wir einen Hoodie. Ja, der taugt mir eigentlich so von dem Colorway sehr gut. Haben wir auch schon häufiger mit so Bleached-Elementen gearbeitet. Feier ich auf jeden Fall. Hinten, das hätte man sich sparen können. Geht noch klar, muss ich sagen. Jetzt wird mich natürlich auch der Fit interessieren. Sieht stabil aus. Mir gefällt der Hoodie eigentlich gut. Dieses Element mit so Farbklecksen taugt mir. Stabiles Ding, also gefällt mir. Das Branding hätte man sich jetzt sparen können, aber es gibt mir so ein bisschen wie mein Helmut Lang Hoodie. Den grauen, ihr wisst, mit den Farbklecksen drauf. Ich glaube, ich am Montag bei dem Stream anhatte.
mir so ein bisschen diese Vibes. Und den fühle ich ja auch, deswegen taugt er mir auch. Sonst noch was? M.A.M.? Max bringt auch was raus? Schauen wir uns auch noch an. Aber dann war es das wirklich. Freunde, je gefühlt bringt jede Brand irgendwas am Black Friday raus. Wir können uns auch nicht alles angucken. Freunde, guck mal, unabhängig jetzt vom Hoodie an sich, ich drehe mich wirklich hier im Rad. Und guck mal, es ist einfach ein anderer Ansatz. Max scheint das so zu fühlen. Max scheint das wohl so zu machen. Aber immer diese Photoshop-Mockups. Damit kann ich nichts anfangen. Sowohl der Print, also das Branding vorne und hinten scheint so eingestanzt zu sein. Kann man natürlich jetzt relativ schlecht werten, weil wir das Endprodukt nicht sehen. Wie auffällig es dann letztendlich rausguckt, weil so scheint es mir schon sehr, sehr auffällig. Musste man jetzt gucken, wie das dann in echt rauskommt. Ich meine, ist ja klar, wenn ich jetzt bei No Face Studio sage, der Backbring taugt mir nicht so sehr oder hätte weggelassen sein können, dann ist doch klar, dass mir das hier jetzt auch nicht so hundertprozentig taugt. Ich finde die Farbe cool, alles andere ein bisschen schwierig. Jetzt ohne Witz, man hat relativ gut jetzt in dieser Folge oder in diesem Vergleich sehen können, wo so ein bisschen was mit Würze dabei ist und wo einfach nur geguckt wird, wo können wir unser Logo platzieren. Ja, klar haben wir auch bei einem VBS, bei einem Lowlights Sachen gesehen, wo das Logo drauf ist. Don't get me wrong, HDR bringt auch Sachen mit Logo drauf. Aber es kommt dann halt immer auf die Art und Weise drauf an, wie es umgesetzt wird. Da brauche ich jetzt nicht euch vorzuzeigen, wer hier überzeugen kann und wer nicht. Seht ihr alle selber. Brauche ich dazu jetzt auch nicht weiter was zu sagen. Hätte mich auch jetzt wirklich, wirklich stark gewundert. Hätte mich Elevate mal irgendwelchen Pieces überrascht, weil mittlerweile sind wir das gewohnt, ne?